Nochmal nach oben, genau. Ah! Ich hab's nicht gemerkt. Verdammt! Aber ich habe eine Lösung zu. Muss ja das nicht nur aufschreiben. Wer sich's nicht merken kann, der schreibt es auf. Okay. Also das ist jetzt nach dem Ende der Party ist es sogar noch unheimlicher. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Vier. Zuerst diesen. Und jetzt den. Den nach oben. Den nach unten. Jetzt geht's los. Das war jetzt den einmal nach rechts, ja? Den jetzt einmal. War das jetzt einmal? Muss ich jetzt nochmal den anderen oder nicht? Ich kam da nicht hinterher. Ich kam nicht hinterher. Ich glaube einmal. Feier oder nicht, die Dämonenaura ist überall. Diese Etage ist immer noch verflucht. Okay. Dann nochmal. Ja, eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zack, zack. Okay, das weiß ich. Eins. Den nach oben. Eins. Zwei. Und jetzt geht das zu schnell. Jetzt geht das eindeutig zu schnell. Okay. Vor allem, ich muss ja nicht eins merken, sondern zwei. Scheiße. Wie mache ich das jetzt am besten? Komm, ich selbst mit Schreiben hier auch nicht hinterher. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins. Zwei. Drei. Ich glaube, bis hierhin war das jetzt. Drei. Vier. Fünf. Ohne die Orks könnten wir doch unsere eigene sechs. Party schmeißen. Vielleicht mit Luftballons. Geht doch. Unaufschreiben. Wunderbar. Die Stufe der Elfen ist gestiegen. Ah, zur Belohnung fürs Kampf. So. Was ist das? Was ist das fies? So, leveln. Belohnung kriegst du im Kampf. In die Taschen stecken? Sehr schön. Sehr schön. Okay, entweder Beweglichkeit, ja. Präzision, physisch und ausweichen. Oder Mut. Physischer Widerstand, Dingswiderstand. Den brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja sowas wie. Ah, wo geht denn die drauf? Auf Präzision? Die geht auf Präzision, oder? Ja, je präziser, desto besser. Präzision, Beweglichkeit erhöht. Aber ich brauche mehr Schaden. Ich brauche definitiv mehr Schaden. Mit Mut bekomme ich nicht mehr Schaden. Dadurch hat sie mehr Widerstand. Das ist toll. Bringt mir auch nichts. Ich brauche mehr Kraft bei der, damit die mehr einschlägt. Ausweichen tut sie ausweichen. Das ist soweit okay. Kritische. Was macht denn kritisch? Brauche ich mir Einschlag. Einschlag. Das ist ein physischer Schadensbonus. Erhöht den physischen Widerstand. Erlernt durch Kraft. Präzision. Punkt 2 Beweglichkeit. Erhöht die Score von Ausweichen. Warte. Warte, hier drin einmal angezeigt. Schutz ausweichen. Trefferchancen. Trefferchancen kritisch. Kritisch, Trefferchancen, Regeneration, Schaden. Trefferchancen, Mut, Ausweichen, Intelligenz. Intelligenz brauchst du ja nicht. Intelligenz brauchst du nicht. Das ist hier nur Magiewiderstand. Das ist hier relativ. Verfassung wäre nicht schlechter. Ich kriege jetzt ein paar Lebenspunkte mehr. In diesem Fall 5 plus 2 Regeneration pro Runde für Ausdauer. Ihren Skill, das ist relativ. Die Rest Kraft. Damit hat sie physischen Widerstand. Einschlag und ich hoffe, der Einschlag wird ja drauf gemessen. Ich hoffe, der Bogen zieht für einen Einschlag, damit er mehr Schaden macht. Okay.
Die Elfin darf im Wachsamkeitsmodus noch einmal schießen. Ich verwende den so gut wie gar nicht, weil es wird ja nur drauf gekloppt. Also bringt das nichts. Die Elfin erhält 5 Ausweichen. Relativ. Elfenangriffe und Fähigkeit, die den Bogen verwenden, erhalten plus 1 zur Reichweite. Ist okay. Elfin kann nicht mehr in den brennenden Zustand geraten. Elfin erhält 3 Charisma. Solange die Elfin in Deckung ist, haben Fernangriffe gegen sie eine zusätzliche Strafe von 15%. Das ist gut. Neben Zwergwaffen erhält sie 5 Einschlag. Ranger 3 Mut. 5 Einschlag könnte man nicht brauchen, solange sie neben den Zwerg befindet. Der Zwerg ist aber immer im Nahkampf. Das ist. Dann nehmen wir hier, solange sie in Deckung ist, haben Fernangriffe 15% Strafe. Super. An Präzision. Wie wäre es mit einer Umarmung? Ja, so. Das ist der Heilung, die geht aber rundenmäßig nicht rauf. Und dafür gibt es 90 Heilung. Die Heilung reicht aber derzeit aus. Ein Bogenschuss, das massiven Schaden verursacht. Der Angriff wird mit einer Präzisionsstrafe von minus 30 ausgeführt. Beweglichkeit wäre da echt nicht schlecht. Ein riskanter Schuss, der auf den Kopf zielt. Jetzt muss nur noch die Köpfe der Gefährten vermeiden. Die Elfin nimmt eine stabile Haltung ein, um ihre Präzision, ihren Schaden und ihre Chance auf kritische Treffer zu erhöhen. Der Effekt endet, wenn sie das Feld wechselt. Plus 15 Trefferchancen. Plus 10 Crit, plus die Verwendung dieser Fähigkeit in ein Feuer- oder Giftfeld wird nicht empfohlen, aber auf ein All-You-Can-Eat-Buffet-Feld. Ja, ja. Okay. Ein Schuss aus großer Entfernung, der großen Schaden verursacht. Immobilisen. Das ist ja nicht schlecht, wenn die da auf so einem Feld ist. Für 10 Trefferchance. Ich habe ja immer 2 Züger. Nee, das ist auch schlecht. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein! Weil damit gebe ich ja einen Zug auf und mache ja keinen Schaden in diesem Zug. Weil 2 Punkte. Einmal bewegen, einmal eine Aktion. Sobald ich eine Aktion mache, kann ich ja nichts mehr machen. Damit behindere ich mich selbst. Das ist schlecht. Den hier verstehe ich überhaupt nicht. Diesmal wird es klappen. Ach nein, vielleicht wird es jetzt die Technik oder sogar die Elfin wechseln. Sich darauf zu verlassen, dass die Elfin richtig schießt, ist, wenn man einen Halbmensch zum Manager der Lebensmittelversorgung machen würde. So einige Umstände sind erforderlich, damit es funktioniert. Das sind alles nur Buffs. Der Schuss aus großer Entfernung. Ja, komm, denn. Nicht viel. Nimm den Schuss aus großer Entfernung. Bam. So, gelevelt. So, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner. Verfallenes Skelett, Bogenschütze. Kennen wir. Verfallenes Skelett. Bogenschütze. Oh, Bogenschütze, oder? Hinten sieht gefährlich aus. Skelettritter, kennen wir auch. Skelettritter auch. Die Leiche des Kerkers. Offensichtlich ein Anfängerzauberer, der ein Leichenzertifikat-Kit mit einem Rabatt gekauft hat, ohne die Anweisung zu lesen, das ewige Leben zu bekommen. Wenn dein Leben bereits null ist, ist nicht unbedingt eine gute Idee. Aha. Darum echt die 4 Lebenspunkte. Okay, die 2 plus. Wo war er? Plus der hier. Gehen wir jetzt schon auf den Wecker. 80 Lebenspunkte, 120. 100? Okay. Dann. Hier haben wir zumindest überall Deckung, das ist gut. Okay, Elfen ist hier, das ist gut. Markling kommt dahin. Ja, passt. Go. Schauen wir uns dann anfangs. Du wirst sehen. Ey, wenn die jetzt so einen Massenangriff hatten, mich denn komplett killt, ist der fies. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, warum die das macht. Ich hab's bis jetzt noch nicht gepeilt. Aber das gefällt mir. Okay, die absorbiert Leben. Die Toten sollten tot bleiben, basta. Ich hoffe, die macht das hier noch ein paar Mal. Mit ihren eigenen Jungs. Okay, gehen wir erstmal Doktrin aus, alle mehr ausweichen, Verteidigung. Zusammenbleiben! Amateurin! Wochenendkriegerin! Wochenendkriegerin!
Kriegerin. Okay, hat ja nichts gebracht. Okay, dann nehmen wir Bart zumindest einmal ganz kurz schützen hier hinten. Ihr kommt eher an keinen ran. Hier hinten haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Ja, okay, kann vorrennen. Da haben wir echt kein Problem mit. Der hat genügend Lebenspunkte. Der kann davon als Ziel fungieren. Easy. Aufpassen, stehe ich. So, Paladina hat auch ordentlich Lebenspunkte. Die kann von hinten schießen. 36%, 65, 91. 91%. Dir werde ich ein Requiem geigen. Nee, ich komme nicht ran. Oder? Doch, warte mal. Müsste ich auch mit Bogen beschießen können. Theoretisch, oder? Ja. 86% feuerfrei. So, ein Gegner schon mal weniger. Das ist gut. 12. Aber gestunt. So. Er feuert erstmal normal drauf. Kommt nicht ran. Kommt auch nicht ran. Damit würde es so rankommen. Das ist aber nichts, was ich jetzt möchte. Auch nicht. Ne, dann einfach nur verteidigen. Der Elfen kommt bis vor. Der Elfen. Das könnte ich in einigen Jahren sein. Okay, hier kriegst du. Nee, kriegst du nicht. Habe ich ja nicht gelernt. Diesen Einschlag. Macht nichts. Drauf da. So, immerhin 36. Immerhin. Mein 91% Schlag geht daneben, aber er kann. Das ist ja fies. So, erstmal Verstohlenheit. Erstmal unsichtbar werden. Du siehst mich nicht. So, so nah wie möglich ranlaufen, weil der muss dann sich unbedingt neben A die Fernkämpfer bzw. B die Markierin stellen. Eingefroren und betäubt. Oh, das fängt schon mal gut an, der Kampf. Es soll Tod herrschen. Oh. Trifft alle zwei eingefroren. Fantastisch. Sind schon mal vier raus aus der Runde. Aus meiner Truppe. Fantastisch. So. Den kommen wir schon mal ran. Das ist gut. Normaler Angriff. Am besten hier betäuben. Schildschlag. Ja, Schildschlag. Was nicht haut, ist immer gut. Betäubt. Hat einen Sprint gemacht. Flankiert. Ja, eingefroren halt. Sehr schön. Alles brauchbar. Die ignorieren aber. Okay. Wir werden ihre Knochen an die Hunde verfüttern. So, er ist dran. Flanke hier seitlich kann ich mich nicht stellen, weil da gibt es einen Gegenschlag. Das ist nicht gut. Schubsen geht auch nicht, zurückstoßen auch nicht, weil könnte zwar zurückstoßen, treffen aber die eigenen, also ganz normal drauf hauen. 86. Immerhin. So. Jetzt Elfen, Markierin 2. Einfach nur drauf hauen, 50% Chance, dass der kugelt. Jawohl, der brennt. Okay, Lebenspunkte sehen nicht ganz so gut aus. Musik haben wir auch nicht. Aber das passt schon, das passt schon. So. Der ist schon mal in der Ecke und in der nächsten Runde kann er sich dann direkt hier daneben stellen und dann hier drauf meucheln. Immer ein 8. So, Betäubung ist jetzt zu Ende, genauso wie das.
einfrieren. Gut hat mich nicht entdeckt. Oh oh. Ha! Sehr schön. Können wir eine kleine Mäuchen. Hey, wow, 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 wow. Oh hier, die mit ihren drei Aktionen. Ich hätte auch gern drei Aktionen pro Runde. So, der ist betäubt, die Runde. Deswegen auf den draufhauen. Denn die müsste jetzt nur diese Runde eigentlich wieder kommen. Eigentlich. Müssten alle wieder kommen. Gelegenheitsangriff, sehr schön. Elfen down wahrscheinlich, ja. Kein Problem. Zwerg hat einen Heiltrank, easy. So, er ist da. Das war ein Schildschlag auf alle. Einen kann ich zumindest ausschalten. Sehr schön. Mit einem Lebenspunkt, das nervt jetzt gerade. Ach, hier. Die Toten sollen in der Erde bleiben und die Bäume füttern. Hol mal so zurück. Damit gebe ich zwar einen kostenlosen Zugriff, aber das ist mir egal. So, Oki ist da. Oki kann jetzt hier Backpfeifen austeilen. Und zwar von hinten drauf. Upsa. So, zweimal Backpfeifen. Wenn ich Glück habe, sterben beide. Einer zumindest raus, der andere auf ein vernünftiges Niveau runter. So. Das mit Betäuben ist bei denen immer so eine Sache. Passt. Sehr schön. Den geht es nicht mehr so gut da oben. Sieht doch gut aus. Versagt. So. Das müsste treffen. Sehr schön. Dass jetzt aber alle drei in einer Reihe sind, ist... Naja, ich hoffe, hey, übertreib's nicht. Ich hoffe, die hat keinen Massenangriff. So, ich würde sagen, als erstes holen wir uns ein paar Lebenspunkte zurück hier. Ja, komm, schaut mal den aus. Dann ist der zumindest weg am Ende. Eto. Juhu! So, sie ist dran. Kriech zurück in dein Grab. So, testen wir den mal. Der macht bis zu 38 Damage. Wir machen auch bis zu 41. Okay, nehmen wir den hier. Falls sie sich bewegen sollte. Ah, kommt nicht ran. Okay, dann Heilung. Spart einen Heiltrank. Aber wen heilen? Ja, komm, nehmen wir Bar. Aber gleich daneben sind. Dem wird es in der nächsten Runde nicht so gut gehen. Den hauen wir. So. Schön eiskalt von hinten. Mäulchen, das sind mindestens 30, 40 Lebenspunkte. Bis zu 80. Oh, sehr schön. Der Tod schlägt völlig lautlos zu. 79. Unglücklicherweise 30. Oh, Jahre. Drauf. Sehr schön. 100 Lebenspunkte in einem Zug. Nice. Der Tod passt oh. Zu dir. Alter. Paladina fast down. Haha, fang mich doch. Ey, die hat einen durchschlagenden Angriff. Das ist ja fies. Okay. Zuerst mal erste Hilfe auf Paladina, damit die surviven kann. Nicht nachgeben. Muss hier stehen bleiben, weil... Kann ja nichts machen. So, er ist dran. Er kommt leider nicht bis ran. Hier kommen wir auch nicht ran. Aber an die kommen wir ran. Jawoll. Doppelschlag machen. Das wären 45 bis 60, also könnten 120 Damage sein, wenn ich Glück habe. Da noch von hinten. Ach, das zweite versagt immer. Sau blöd. 80% Chance. Come on. Gib ihm. Sehr schön. Down. So, wartet auch ab. Okay, immer.
Bitte keine 80. Bitte keine 80. Ha, verpasst. Nice. Und das Tolle ist, er ist im Nahkampf. Dosenöffner. 66 Schaden. Nehmen wir Dosenöffner. Minus 3 Schutz. Ich öffne deine Dose mit einer Brechstange. Sehr schön. Down. So, guck mal, wer da eingekreist ist. Wunderbar. Guck mal, wer da ausweicht. So, ich könnte jetzt heilen. Aber hier gibt es einen Fireball, gibt es noch nicht. Alles in der Linie stellen ist schlecht, habe ich gerade kennengelernt. So, neben Fireball. Bis zu 66 Schaden plus brennen. 67 Magie, aber widerstanden. Das ist nicht so gut. Das ist nicht fair. Ja, okay, da haben wir nicht aufgepasst. Das war blöd. Könnten eigene treffen. Tun wir aber nicht. Sehr schön. 16. Die bist dran. Das war's. Feierabend. Komm mir nicht so nahe. Da. Ah, nix Feierabend. Sie ist dran. Das riecht schon nach Taverne. Dein Leben fließt genau jetzt. Das riecht klar nach Taverne. Vor allem drei Angriffe. Oh, von sowas träume ich. So, erstmal drauf feuern. Aber ich sollte das jetzt in dieser Runde locker schaffen eigentlich. So, teilen wir mal erschrocken aus, dann rennt die nämlich weg. Ja, oder so. Und wieder toll. Gerade freischalten. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Die Stufe der Zauberin ist gestiegen. Die Stufe des Barbaren ist gestiegen. 18 Heiltränke. Nein, ich gehe in die Taverne. 66 Gold. Allwissende Trank der großen Triologie. Nach der Einnahme erhöht dieser Trank für kurze Zeit die kognitiven Funktionen seines Benutzers und ermöglicht Wunder. So wurde Pastete erfunden. Intelligenz plus 8 Mana-Trank. Ring Nummer 14. Beweglichkeit plus 6 Ausweichen. Und ein schwarzer Mana-Trank. 18 Heiltränke. Vergiss es. Nein. Nein, nein. Nicht 18 Heiltränke. Wir gucken aber trotzdem mal ganz kurz da hinten rein. Ob da irgendwas ist. Auf den ersten Blick nicht. Hier durchsuchen. Was macht der Dieb da? Oh, ja, ich penne. Ich hab's doch nicht gesehen. Tut mir leid. Ich werde die Öffnung überwachen. Treffen Sie Gubald. Trank der Intelligenz. Plus Kraft plus 1 Intelligenz. Heiltränke und Gold. Ja. Wo ist er? Da ist er. So, gleich mal hier entschärfen. 75% Chance. Schön langsam hier den Riegel ziehen. Neuer Gegenstand, explosive Bomben. Das ist gut. So. Sonst gibt es hier aber nichts weiter, oder? Ich habe nur den Kampf. Die XP. Weißt du, uns so kennenzulernen, bringt uns einander näher. Ja, das gefällt mir. So, leveln. Leveln. Sehr schön. Wer ist hier gestiegen? Der Barbar. Sehr schön. Der Barbar braucht mehr Lebenspunkte und mehr Kraft. Obwohl du mehr Präzision brauchst. Der braucht eigentlich. Ich meine, 80% ist schon gut, aber. So wären es 82. Könnte aber auch ein bisschen hier Power hier brauchen. Ich könnte es aber auch splitten. Aber nur 7 Lebenspunkte ist auch blöd. Ah, nee, komm. Ja, komm, dann machen wir erstmal hier alles voll. So. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Heiltränke Geld du gespart hättest, wenn du immer auf die Fallen geachtet hättest. Wenn du fies bist, erstellst du eine Excel-Tabelle. Wenn du ganz, ganz fies bist, guckst du bei YouTube, ja? Ich lade ja die Folgen dann
in einem halben Stundenpart immer dann jetzt auf YouTube, so mache ich das jetzt mit jedem Let's Play, was ich hier so spiele, dann schreibst du das auf. Das ist genauso wie wenn du in Sekiro dir so eine Strichliste machst. 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40. Dann weißt du ganz genau, wie oft ich bei wem gestorben bin. Aber zum Glück machst du das ja nicht. Zum Glück. So, erstmal die passive Fertigkeit. Der Barbar erhält plus 1 auf kritische Treffer. Plus 2, plus 3. Ist jetzt nicht wirklich. Barbar erhält Bogen, 5 Präzision, das ist eher selten. Erhält mehr Ausdauer, auch nicht so besonders. Erhält plus 2 Stärke, das ist gut. Erhält plus 2 Beweglichkeit. Ja, hier, weil Stärke muss, das hier muss ja Stärke sein. Oder? Weil Stärke gibt es hier unten nicht. Also gehe ich mal von aus, dass diese Stärke hier die Kraft ist. Gibt also mehr Einschlag. Beweglichkeit hingegen würde aber mehr Präzision geben. Das heißt, wenn wir hier drauf gehen. Ja, ich bin stark. 84, genau. Das wäre jetzt einfach nur die Kraft. Stärker. Dann holen wir erstmal die Präzision, weil je mehr die treffen. Ja, zum Glück habe ich schon jetzt. Weil je mehr die treffen, desto besser ist es ja. Deswegen erstmal hier Präzision einpacken. So, passiv. Obwohl das hier auch nicht schlecht ist, wenn er neben Ogre steht, mehr Ausdauer, obwohl die Ausdauer relativ ist. Neben der Markerin 4 Einschlag, aber die Markerin stelle ich garantiert nicht da vorne hin, wo er steht. 13.000 XP fürs nächste Level. Das könnte eine Weile dauern. Der Schrei. Trefferchance plus 10. Nein. Crit 10 Crit, 10% Schaden plus 1. 10% Schaden wäre nicht schlecht, wir haben vielleicht 6, 7 Lebenspunkte mehr. Auch nicht so dolle. Der Barbar bereitet einen übermächtigen Angriff vor, der in seinen nächsten Zug einschlagen wird. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Freund, Urpfeifer, ein Klaps, der den Verbündeten Ziel verursachten Schaden erhöht und ihn zwingt, nächste Runde zuerst zu spielen. Es wäre strategisch eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich hingehe, zum Beispiel eine Markerin eine an Rand habe, zack, dann wäre die Markerin als erstes dran. Verzichte aber dann auf den Angriff vom, das ist also ihr Kontra. Eine sofortige Bewegung auf einem Feld, die Zonenschaden um den Barbaren verursacht. Schaden 100. Ein mächtiger Sprung, der den Barbaren ins Unendliche und darüber hinaus oder nicht weit führt. Der offizielle Rekord wird vom Barbarenführer Murgor gehalten, der 25 Meter zurücklegte und bei seiner Ankunft 18 Goblins vernichtet hätte. Der hört sich nicht schlecht an, der Sprung. Betäubung, Flächenschaden. Schutz. Das hört sich nicht schlecht an. Das ist aber auch nicht schlecht. Der Barbar bereitet einen übermächtigen Angriff vor, der in seinen nächsten Zug einschlagen wird. Krom hätte es in einer einzigen Runde geschafft. Und mit einem Finger. Das ist auch nicht. Ich meine, das ist diese komische Kill, den ich schon gesehen habe, den ich kenne, der fast 80% Lebenspunkte nimmt. Obwohl der Sprung eigentlich jetzt auch nicht verkehrt ist. Im Mund, dann springt er ran. Bam. Und dann beim nächsten Mal, dann sagen wir hier, habe ich eine 50%ige Chance zu betäuben. Barbar bereitet einen übermächtigen Angriff vor, der in seinen nächsten Zug in Form eines Kegels alle trifft. Barbar, nächsten Angriff, nächste Runde unabhängig von seinem Mut zuerst zu schlagen. Wir nehmen mal den Sprung. Hört sich cool an, aber ich habe das schon mit Paladina. So, der Ogre. Der Ogre. Der Ogre hat eine Präzision von 69%. Puff, das ist nicht viel. Aber er hat Lebenspunkte dafür ordentlich. Und Kraft. Das tut weh. So, gehen wir erstmal durch. Schutz. Ist soweit okay. Schutz bringt. Das hier. Rüstungswert. Er kriegt Rüstung. Wäre echt mal nicht verkehrt, sowas zu leveln bei dem. Plus Bewegung, das ist jetzt relativ. Wenn er einen tötet, kriegt er 20 Lebenspunkte zurück. Relativ. Neben Markierin, neben Barbar, alles okay. Barbar ist besonders gut, 5 Einschlag. Falls er trifft, tut es mehr weh. Verbessert seinen unbewaffneten Standardangriff. Haben wir nicht, wir haben eine Axt in der Hand. Okay, plus 10 Einschlag, verliert aber 5 Präzision. Plus 10 Einschlag ist dufte, gibt mehr Schaden. Er trifft aber schon so, nur zu 69%. Da werde ich nicht noch 5% abziehen. Vergesst es. Der Ogre erhält eine natürliche Lebensregeneration von 2 Lebenspunkten pro Runde. Das ist okay. Der Ogre erhält plus 3 Stärke. Ich glaube, da wäre der Schutz besser. Ich meine, stark ist er schon.
Ja, physischer Widerstand geht drauf. Ein Schlag geht hoch auf eine 14. Hat er mehr Power. Jetzt muss er nur noch treffen.